Na, okay. Jetzt kann ich wieder zurückfliegen. 25.000 Meter. Du hast nicht zurückgeschrieben. Ja. Ich hab gefragt, ob du. Ich hab dir dreimal geschrieben. Ja, du sollst da bleiben, aber nicht aus welchem Grund. Ich soll da bleiben, aber nicht aus welchem Grund. Egal, ich bin gleich wieder drüben. Wie viel hast du noch? 6.000 Meter. Okay. Ja gut, ich bin gleich drüben. Ich habe mit den großen Triebwerken 20.000. Ich weiß nicht, wie diese F212, was das besteht, die? Große Blöcke, kleine Blöcke? Kleine Blöcke. Okay, ein kleiner Fighter also. Es ist relativ. Okay. Sag mal, hast du dir schon mal überlegt, ab heute bin ich ja jetzt, ist ja jetzt endlich Schicht im Schacht und ich bin in der Hauptsache für Space Engineers da. Und ich habe mir halt so ein paar Sachen überlegt. Glaubst du, dass man, also ich glaube ja, man kriegt es hin. Einen X-Wing mit auf- und zusammenklappbaren Flügeln. Also ich sag, man kriegt's hin. Gute Frage. Es kommt halt, du kannst halt nicht so schräg bauen, wie sie beim X-Wing sind. Doch, eigentlich schon. Nein, da kannst du es. Was sonst wüsste ich, sonst wäre das kein Problem. Weißt du? Aber anders halt nicht. Ja, gut, was heißt schräg bauen? Du musst ja nicht unbedingt schräg bauen. Ja, muss man mal gucken. Ich muss das echt mal probieren. Ich muss mal ein Grundgestell einfach nehmen und sagen, also einfach nur so eine Linie und einfach da mal, weil ich denke, man müsste auch zwei Motoren nehmen, die sich dann gegenüber setzen. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Soll ich deine Base beschießen? Nein. So, was hast du geladen? Was hast du geladen? Nix, gerade so ein Spaß. Die F-212, die hat 6 Gatling geschützt. Ach, so viel wie mein kleiner Fighter. Also, naja, unser erster kleiner Fighter. Bin gleich so. Da, 1000 Meter. Ja, ich habe noch 15.000, aber das geht auch schnell rum. Ich muss mal schauen. Also mir gefällt das Ding nicht. Also du wirst auch gleich sehen, da habe ich noch ein paar Blöcke, die nicht dieselbe Farbe haben wie die anderen, ne? Oder wie der Rest vom Schiff. Das ist einfach aus dem Grund, weil ich schon ein paar Mal wogegen geflogen bin. Ups. Oh, es laggt, was ist jetzt los? Also deswegen. Ach so, das ist ja, das ist unsere Basis. Alter. Das ist unsere Basis. Wir sind schon dabei, die spiegelnden Flächen weiter abzubauen. Wir haben aber jetzt noch nicht so viel abgebaut. Ich habe angefangen jetzt gerade vorhin im Stream mit der Hangardecke. Weil ich habe keine Ahnung, ob ein Jäger gerade bremst oder nicht. Ich sehe es nicht. Okay. Weil das so übelst leckt. Oh. Ja, einfach die ich weiß nicht, wie fliegst du? Schaltest du Trägheitsdämpfung aus oder nimmst du die Übersteuerung der Triebwerke? Oh nee, das langt nicht. Oh, wegziehen! Oh Gott! Nee, Alter, ich hab grad eine FPS von 1 bei dir hier. Von 1? Okay, dann hast du definitiv einen deutlich schwächeren Rechner als ich. Ich hab wenigstens noch 25 bis 30. Aber dann ist es doch nicht nur serverabhängig. Das ist mal gut zu wissen. Oh ne, ich hab FPS von, okay, 24, aber es kommt mir wie 1 vor. Ah, okay. Nee, okay, dann ist es doch serverabhängig. Ah, Akido. Oh, seit 4 Sekunden keine Meldung. Oh, ist der Alkido? Dieses Profil ist privat. Ich mag. Ups. Moment mal. Okay, Moment, stopp.
Welche? Ich wollte doch gar nicht in die Gruppe einladen. Wo ist denn meine Gruppe hin? Ach so, der ist schon drin. Jetzt sind wir. Deswegen kann ich ihn nicht mehr in die Steam-Gruppe einladen. Ja gut, Alkido ist ja auch kein neuer Spieler, ehrlich gesagt. So, Eman. Ja, lustig, jetzt habe ich gerade eine neue Nachricht von Michael. Wow. Okay, dann hat es jetzt tatsächlich so lange gedauert oder es liegt daran, Augenblick. Okay, dann liegt es an der Einstellung, wie weit dass man seine Antenne eingestellt hat. Das ist interessant. Ja, die steht bei mir auf 500 Meter nur. Ach so. Ja gut, bei... Ich glaube, das ist für Senden interessant. Bei dem Schiff, wo ich gerade angeflogen komme, mit dem ich gerade angeflogen komme, ist es ja bei 5000 Metern. Die USS Discovery. Ich sehe es schon. So, ich will mal gucken. Ich glaube, ich fliege wieder hier unten hin. Und ich lasse die Drohne, glaube ich, auch echt außerhalb stehen, weil momentan können wir damit eh noch nicht in den Hangar rein. Ansonsten müsste ich die Geschütze abbauen. Aber ich wollte immer wieder endlich mal ein großes Schiff bauen. Aber zuerst muss die Hangardecke weg. Und dann kommt einfach Stahl oben drüber. Dann setzen wir sie höher, dann kann man von oben trotzdem noch reingucken in den Hangar. Aber es reduziert sich halt trotzdem um ein Wesentliches, was die spiegelnden Flächen angeht. So, du bist Zielantenne bei 82 Metern. Ja, du bist gerade unter mir durchgeflogen. So, dann gucke ich mir das mal an, was du da hast. Ja, schenke ich dir. Ich hätte sonst Schrott geflogen irgendwo, aus Spaß. Energie ist auch noch drin für 60, für 2 Jahre. Trägerstellung aus? Wieso ist sie... Wieso war die Trägerstellung jetzt gerade aus? Ja, aus irgendeinem Grund war gerade die Trägerstellung aus. Okay, Zielantenne. Ja, ich weiß nicht, so schlecht finde ich den jetzt eigentlich nicht. Ich will nicht. Oh, wir nehmen ihn mal. Hast du ihn schon freigegeben? Ne. Also, herzlichen Dank an Cypher Industries Logistics für dieses neue Schiff, gesponsert. Ihr könntet uns mal, wenn du zufälligerweise ein Dings baust, wir bräuchten noch ein Demontageschiff. Hab ich alles das Blut, war richtig gute. So, wie sieht's aus? Wo bist denn du? Ah, da unten. Ich geh grad hier hoch. Ja, ich seh dich. Auf jeden Fall cool. Es hat mich gefreut, als ich die Update-News gelesen habe mit dem, mit der Luftproduktion. Ja, brauchst du aber Eis dazu. Was brauchst du? Eis. Eis? Mhm. Okay. Ah, lass mich raten. Moment, ganz kurz. Ich habe ja gesehen, da gibt's ja was. Oxy. Es gibt ja den Oxygen-Tank und den Oxygen-Generator. Ja, gut. Man stellt halt der Oxygen-Generator her. Wahrscheinlich. Oder wie kriegst du das Eis? Hast du schon probiert? Musst abbauen. Oh, das heißt, es gibt eine neue Ressource. Mhm. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. So, wie viel haben wir denn? 213. Ach, ist das bei dir wirklich so übel mit den Lags oder was? Ja, aber nur bei euch hier. Okay. Na, steig aus, Alter. Oh. Ja, ich sage ja, das sind die spiegelnden Flächen, das ist übel, aber. Wahrscheinlich ist die Tatsache, dass ich eine gute Maschine habe, auch noch von Vorteil. Bei anderen, also wie bei dir beispielsweise, kann es schon sein, dass es heftig beleckt.
So. Ein neuer Fighter. Wir sind zwar ehrlich gesagt nicht in Kriegszeiten, aber gut. Hey, Moment mal, was macht der da? Jetzt alle. Antenne, wir machen mal das komplette Zeug. Landing Gear ist unvollständig. Was? Das hätte es auch komplett bauen können. Warte, ich hab glaube ich noch zum Bauen. Ah, was? Nee. Das war ein Spaß. USS. Weiß ich nicht. Ich gebe dir mal noch keinen Namen. Ach so. Du musst den Besitzer ändern, ne? Das ist ja bewusst. Ja, ich kann es nur auf neutraler NPC. Ich habe es jetzt in Teilen gemacht. Du kannst es mal so usen. Ja, das schon, aber ich kann es beispielsweise nie wieder auf die Fraktion begrenzen. Also sprich, es könnte jeder, der nicht von SEF oder USF kommt, kann ihn benutzen. Okay, ich glaube, der, ja, warte. Das geht ja nicht, irgendwann sind wir in Kriegszeiten. Das, so weit kommt es gar nicht. Aber warum? Ich bob euch schon vorher weg. Tust du nicht? Achso, du hast noch nicht. Moment, ich steige wieder aus. sieht lustig aus. Was will ich sagen? Doch, passiert wird, das kann es schon, weil ehrlich gesagt, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fraktionen, mit denen kein Frieden ist. Und ich will nicht wissen, die Leute kennen wir großteils bis jetzt noch nicht. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn, naja, wenn die hier mal anstranden. Was ich kann hier nur machen, Transfer to Michael. Ja, ja. Das meine ich ja. Ach, stimmt ja, bist ja du. Alter. Oh. Du kannst auch prinzipiell niemand machen, dann stelle ich halt ein bisschen Zeit. Das ist ja wurscht. So, mal gucken. USS. Ja, niemand. Ich zack mit meiner Fraktion teilt. Bam. Gut. Dann fliege ich mal das gute Stück in den Hangar, mal gucken, wie es reinpasst. Ja gut, da kann man mal schauen. Eventuell noch vielleicht die eine oder andere Optimierung, aber vom Grundprinzip her finde ich ihn jetzt nicht so schlecht. Was wir halt wahrscheinlich machen ist, wir werden halt wahrscheinlich die Landing Gears könnte man sogar dran lassen. Die könnte man erstmal als Abschlepper, weil das ist, haben wir wenigstens mal ein Schiff, wo man ein anderes Schiff abschleppen kann. So, ich hätte euch eigentlich auch Ding mitbringen können, Nakwada. Nakwada? So ein bisschen, weißt du was das, also es hat schon Stargate-Style, aber ich muss es, ich kann es mir nicht verkneifen, genauso wie bei deinem anderen Schiffchen da, ich kann es mir nicht verkneifen, es sieht auch ein bisschen so aus wie ein Bird of Prey, aber aus der TNG-Generation. Es ist mir scheißegal, Alter. Ja, es hat ein bisschen was. Aber ganz ehrlich, wenn man einen X-Wing hinkriegen sollte, kriegt man eben auch, würde man auch einen Bird of Prey mit beweglichen Flügeln hinkriegen. Ah, das wäre geil. Ah, jetzt weiß ich, worum es leckt. Ah. Was denn? Ich habe ja noch Resident Evil Revelations 2 im Hintergrund laufen und Dragon Ball Xenoverse. So. Ja. Wobei, das ist nicht der einzige Grund. Vielleicht dein mit was lokale Ressourcen angeht. Aber ich bin jetzt auch wieder hier in der Basis und jetzt müssen im Prinzip die Texturen in 15 Kilometern im Prinzip geladen werden. Das dauert seine Zeit.
Beim letzten Mal, wo du, Markus und ich im Teamspeak waren. Apropos Markus. Ach, der ist gar nicht mehr. Was treibt der? Ist wieder offline, okay. Beim letzten Mal, wo wir zu dritt im Teamspeak waren, da hat es dann nicht mehr geleckt irgendwann. Okay. Also, aber was brauchst du noch? Du, eigentlich gar nichts, so gesehen. Ja, wenn ihr zu viel Naquada habt, könnt ihr uns als Verbündete ein bisschen Naquada zur Verfügung stellen. Hä? Achso. Könnt ihr uns prinzipiell ein bisschen Naquada zur Verfügung stellen? Das könnt ihr machen, ja. Aber ansonsten. Ich gehe mal ganz kurz gucken, was wir hier. Was Markus die letzten. Wir haben. Wow. Wir haben ziemlich viel Silizium, Nickel ist gut, Kobalt ist... Nickel kann ich nicht totwerfen. Silizium. Das einzige, was wieder ordentlich verbraucht wurde, ist Platin. Aber du kannst auch mit, was weiß ich, 100.000 Platin kannst du dann auch in deine Base zurückkommen. Und daraus werden dann, wie viel verarbeitetes Platin? Vielleicht 10.000 oder sowas. Ich weiß gar nicht. Ah, nee, im Leben nicht. Nee. Viel weniger. Ja, ich hab's noch nie gemessen. Das wollte ich ja gerade mit sagen. Wenn du knapp 600.000 Kilo Platin hast, dann hast du zum Schluss vielleicht so 1.000 Kilo. Wenn überhaupt. Okay. Weil verarbeitetes Platin haben wir hier tatsächlich 1000. Warte mal, oder? Was war das? 1,03k. Ja, 1031 haben wir, um genau zu sein. Ich sag, mit Nickel kann ich dich totwerfen. Silizium auch, Eis auch, Eisen auch. Eigentlich mit allem. Nö, das Einzige, was mich jetzt mal noch interessieren würde, ist, er hat ja Solarzellen, ich hab sie zwar noch, ehrlich gesagt, noch nicht entdeckt. Er hat irgendwo Solarzellen hingebaut, die sich scheinbar auch ausrichten können oder sowas. Jetzt muss ich mal gucken, bei unseren... Ja gut, das ist aber noch genug in den Reaktoren drin. Nee, damit brauchen wir nichts. Es sei denn, wie gesagt, jetzt muss er wieder die Texturen laden. Naja, das merkst du. Die ersten 5 bis 10 Minuten... merkst du einfach, bis er die kompletten Texturen geladen hat. An die Leute im Livestream, wenn irgendwas nicht stimmt, beim ersten Livestream war es so, da warst du glaube ich auch mit dabei, Ralf, da haben wir dann irgendwann das Teamspeak nicht mehr gehört, da kam erst Markus rein und dann haben wir irgendwann das Teamspeak nicht mehr gehört. Dann schreibt's in den Chat, es ist jetzt mal, ehrlich gesagt, auch erstmal ein zweiter Livestream. Und in technischer Hinsicht bin ich da noch so ein bisschen ein Noob, was das angeht. So. Nee, ich baue jetzt erstmal die Drecksscheiben hier ab und dann setzen wir die Decke vom Hangar höher. Und da, wir brauchen erstmal nichts. Ich werde nachher vielleicht ein bisschen Uran holen gehen, aber mit den Solarkollektoren haben wir ja wie genug eigentlich. So, wie ist es eigentlich, sag mal, bist du halt eigentlich jetzt schon online? Ich? Mhm. Keine Ahnung. Ja, du warst vorhin schon da, deswegen frage ich, wieso die Resonanz samstags morgens, beziehungsweise falls du gestern Abend auch online warst, wie die Resonanz so war. Keine Ahnung, Mann, ich bin halber AFK gewesen, die ganze Zeit. Ich war zwar online, aber nicht aufgepasst. Okay. Ey, das ist echt heftig. Also, ich muss Creo mal eine E-Mail schreiben. Also von Head Up Games. Ich brauche jetzt endlich mal. Ich wollte es eigentlich schon vor einer Woche, vor zwei machen. Ich brauche endlich mal Informationen, was das mit den spiegelnden Flächen auf sich hat. Wann sie da nachlegen, weil das geht gar nicht. Ich habe schon gemerkt, je mehr Spiele online sind, desto schlimmer wird. Nee, das liegt nicht an den Spielern, glaub mir.
Bist du nicht, also bin ich beispielsweise im Erdschiff unterwegs oder sonst irgendwo unterwegs, weg von der Basis, der USF, ist alles in Ordnung. Wir haben ja Dings, wir haben ja den RAM haben wir ja sogar verdoppelt. Echt? Ja. Yep. Es ist nicht nur, also die ersten finanziellen Mittel, die, weil Felix ist ja die Hauptverwaltung. Und als der Server übergeben wurde und das Game Together übernommen hat, beziehungsweise das Projekt For You, ja, da ist aufgestockt worden. Deswegen sind ja jetzt auch bis zu 23 Spieler, die online kommen können. Inklusive Server. Okay. Also 22 Spieler. Dann wurde der RAM wurde verdoppelt. Wobei ich ehrlich gesagt überlege, testweise mal herzugehen und zu sagen, wir verdoppeln den nochmal oder macht nochmal 50% drauf. Ja, das wäre dumm so. Aber ich glaube fast nicht, dass es daran liegt. Ich will mal im Dings probieren, im Creative Mode. Ebenfalls einfach mal Scheiben hinklatschen ohne Ende und dann mal gucken, was dann einfach im Creative Mode, im Singleplayer, was dann passiert. Gehört mit zu den Aufgaben dieses Wochenende, ehrlich gesagt. Und ja gut, du kannst ja Scheiben gleich 100, nur 1000 Stück gleich aneinander bauen im kreativen Modus. Genau. Weil wenn es meine Maschine verkraftet, dann liegt es am Server. Dann liegt es nicht an der Programm, dann liegt es nicht am Spielcode oder sowas. Dann brauche ich auch Gregor nicht schreiben. Das ist das, was ich vorher halt überprüfen muss. Hast du, oder beziehungsweise kennst du eigentlich noch Leute, die Space Engineers nicht haben, aber gerne hätten? Relativ. Es gibt, ich kenne schon Leute, die es schon mal spielen würden, aber nicht dauerhaft. Die würden das vielleicht mal ein paar Stunden oder Tage zocken oder Wochen und dann war es das aber auch schon. Also die, das sind so Leute, die spielen etwas, spielen es eine Weile, aber dann lassen sie es liegen. Ja. Komplett. Okay. Ja. Also falls du jemanden kennen solltest, kann ich dir sagen, dass demnächst auch ein, dass es demnächst auch ein Gewinnspiel gibt. Boah, scheiße. Alter, hör auf, ey. Ich muss die... es wird ein Gewinnspiel geben, auch zu Space Engineers, wo wir nochmal ein paar Keys verlosen. Geht auch draußen an die Zuschauer. Wird dann halt eben auch noch angekündigt. Ich weiß nicht, wie viel, ehrlich gesagt, aber einfach sagen, beziehungsweise ich werde es ja ankündigen, dann könnt ihr auch mitmachen. Es ist schade, dass Head Up Games nicht der Publisher ist von Medieval Engineers. Sonst könnten wir auch ein schönes Ding mit dem machen. Oh, das wird geil, das wird richtig geil. Bin ich sofort dabei. Ich hab gesagt, beziehungsweise wir haben ja drei Keys bekommen für die Redaktion. Einer ging um Felix, einer an mich und einer an Martin. Und leider kriegt man nicht mehr momentan. Aber wart ab, wenn das Ding Multiplayer-fähig ist. Wir haben einen Server, wir erweitern das Community-Projekt wirklich komplett. Auch um Medieval Space, Medieval Engineers. Das wird bestimmt lustig. Das, was weniger lustig ist, ist das... Oh, oh. Passiert meinem Schiff was? Okay, nochmal Glück gehabt. So wie es aussieht. Da sind gerade Materialien abgestürzt. Na gut. Nee, was gar nicht lustig ist, ist diese Decke abzubauen. Jetzt hat sich schon wieder die Träger. Und ich muss auch noch mehr. Wir brauchen auf jeden Fall den neuen Frachtraum brauchen wir.
eigentlich mit. Warte mal. Hast du nochmal was von Time Bandit gehört? Nö, nee, das spielt nicht mehr. Nein? Schade. Was haben wir da? Time Bandit. Da müsste ich über Time Bandit mal anschreiben. Hast du Hardcore Saxony und Razor Light? Also, dieser Hardcore, was weiß ich, ne? Ja. Der ist ja in der Fraktion vom Time Bandit, ne? Ja, deswegen frage ich. Der spielt schon viel, viel länger nicht mehr. Okay. Der hat vor Time Bandit aufgehört. Dann könnte man ja eigentlich hergehen und könnte sagen, man erklärt der Fraktion, wenn sie eh inaktiv ist derzeit, den Krieg. Also ich hab's jetzt zumindest mal gemacht. Die Fraktion von Time Bandit, was ja ehemalig meine war, wo er aber eher so lange rumgemault hat, bis ich sie gegeben hab. ja. Ich schreibe mal im Steam später. Also, wie gesagt, der spielt halt einfach nicht mehr, einfach aus dem Grund, weil Felix ihm Krieg erklärt hat, wo er aber eigentlich selber schuld dran war. Okay. Kann ich auch voll nachvollziehen. Ja, hey, es ist hier nicht nur Friede vor der Eierkuchen. Es darf ruhig Spannungen geben. Auch wenn man vielleicht bei den Themen denken könnte, yay, Kindergarten. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß ja, wo dem seine Base ist, ne? Ah. Könntest du mir die Koordinaten rüberwachsen lassen? Nein. Nee, mach ich nicht. Sowas machen wir nicht. Es sei denn natürlich, es betrifft zwei Fraktionen, die mit dieser Fraktion im Krieg sind, dann könnte man sich das überlegen, aber so nicht. Außerdem, wer weiß, vielleicht kommt ja zufälligerweise jemand rein, neu, entdeckt die Base und ja. Ist tot. Ach so. Die ist schwer bewaffnet. Weißt du, wie gut mit Munition bestückt? Sehr gut. Okay. Auch Raketen oder was für Zeug? Ja, auch alles. Ah, scheiße, okay. Also, da kommst du so schnell nicht ran, ohne dass du was verlierst. Ich bin froh, wenn die spiegelnden Flächen abgebaut sind und der Server. Wie gesagt, ich muss mir das. Ich guck mir das im Creative Mode später an. Ob das wirklich die Masse ist an spiegelnden Oberflächen, die dann nicht verarbeitet oder die dann so langsam verarbeitet werden kann. Oder ob das am Spiel selbst liegt, und wenn ja, dann werde ich Head Up Games schreiben und fragen, wie es aussieht mit einem Patch. Also, ich habe da vom Time Bandit. Bin ich mal mit einem kleinen Schiff hingeflogen, ne? Hab mir gedacht, komm, jetzt greifen wir an, einfach so aus Fun. Genau. Ich bin in Reichweite und im Schiff war nichts mehr übrig. Maximal eingestellt, also 800 Meter. Ja. Okay. Bestimmt lustig. So. Ich würde sagen. Das ist. Was denn? Betreibt ein Schiff von mir. Ach, findest du auch deine. Apropos, jetzt wo du im Teamspeak bist, die Station an 000 ist die, weil da ist ja Energie abgeschaltet. Passiert da noch was oder lasst ihr das jetzt einfach so stehen für Neuankömmlinge, mehr oder weniger? Keine Ahnung, hört ich mir. Okay. Ich hab nichts mit der Station zu tun gehabt, nie. Ja gut, du bist später reingekommen. Wobei, selbst ich bin... Nee, bist du nicht. Du warst, glaube ich, ziemlich von Anfang an drin. Ja, natürlich. Seit der Server läuft, bin ich dabei. Und dann hast du noch keine Galaxy-Klasse fertig gebaut? Nee. Okay. So, ich muss mal dringend... Allein habe ich keinen Bock auf sowas. Das dauert mir zu lang. Ich habe ja noch nicht mal mein großes Schiff jetzt fertig gebaut. Ey, Alter...
Das kann doch nicht wahr sein. Wieso leckt das so? Ich bin jetzt schon eine Weile am Spielen. Naja. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Es wird besser werden, sobald die Spiele und Flächen endlich weg sind. Meine Fresse. Ah, hier hat Markus auch noch Kameras hingebaut. Das ist echt, der ist total paranoid, habe ich manchmal das Gefühl. Ich mache auch jede Wette, sobald die Kameras auf die LCD-Displays ihre Bilder projizieren können, standardmäßig, ohne dass man direkten Zugriff auf die Kameras nimmt, wird er das sofort einrichten, noch am ersten Tag. Dann haben wir erstmal, ja, dann haben wir wahrscheinlich sowieso ein Problem. Denn dann hier, was weiß ich, wie viele Kameras mittlerweile in der Basis verteilt sind, dann 15 LCD-Displays hast, wo aus überall von der Basis her, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht. Egal. Bis zum nächsten Livestream habe ich auf jeden Fall die ganzen Glasflächen weg. Ich hoffe, dass die ganzen Verbindungsrohre, das ist ja auch noch so ein Knackpunkt, die gehören ja mit dazu. Ich muss mal eben gucken, was mir meine Anzeige sagt. Was war das? Shift und F11, ne? FPS, ja. Ich sag ja, 25 plus minus 5, sobald ich in der Basis bin. Und was halt eben Felix gemeint hat, und deswegen meinen wir, dass es halt eben, dass es nicht, weil es kann nicht an meiner Hardware liegen. Das ist ein 1800-Euro Rechner. Die Simulation Speed, er sagt bei 0,7. Und das liegt ja hier bei uns in der Basis von USF, liegt es ja bei 0,1 bis 0,5. Echt jetzt? Alter. Ja, ist so. Ich krieg schon's Kotzen, wenn es bei mir bei 0,7 ist. Ja, Moment, was ist Top 1,0 oder was? Ja. Ach so. Das ist ja dann eine Simulationsgeschwindigkeit von 1, ne? 0,7 halt, ja, 0,7 Sekunden. Du, ganz ehrlich, ansonsten sage ich, weil heute ist oh, da fällt mir gerade ein, heute ist Samstag. Das heißt, irgendwann zwischen jetzt und 6 Uhr morgen früh wird Felix die Serverwartung machen. Im Zweifelsfall sage ich zu ihm, er soll hochstocken. Oder ich mach's selber. Dann stocken wir nochmal den Arbeitsspeicher, also den Speicher, der von Nitrado zur Verfügung gestellt wird, auf, weil das ist ja, das geht auf keine Kuhhaut. Warte mal, ich laufe mal da runter und guck mir das mal an. Ich sag ja, 0,1, 0,2, 0,4. Naja. Ich würde aber auch sagen, ich streame mittlerweile schon lang genug. Ist schön, dass du auch noch mit reingekommen bist, Ralf. Ich sag erstmal tschüss, wir sehen uns heute Abend. Trap Dead Lockdown, inklusive Gewinnspiel. Ihr kommt zu mir ins Teamspeak und das wird definitiv ohne Lag sein. Ich verabschiede mich und tschüss.